Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Scharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. Ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah. Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann. Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Thank you.
Nach Ruhm und Ehre strebten an diesem Tag viele Männer, um von ihrem König die Worte zu hören, die einst Chosrow zu Rustam sprach. Ihr seid der tapferste meiner Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Halt, halt, halt. So ist es nicht geschehen. Thank you.
Nein, so hat er sich nicht zugetan. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Und dort lag er, außer Reichweite, der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Die Sanduhr zog mich in ihren Bann. Aber sie zu bewegen, bedurfte es eines Dutzend Soldaten meines Vaters. Ich brauchte eine handlichere Beute.
Oh. So war das nicht. Halt, falsch. Thank you.
besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr versprach mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Azar. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Wählt weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen, König Scharaman ist ein gnädiger Sieger. Vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Eure Tat rückgängig machen. Gebt ihn mir!